Okay, lasst uns anfangen. Es ist eigentlich nett, Daten zu verschlüsseln. Und es ist natürlich auch netter, wenn man sie dann auch online speichern kann. Aber dann hat man natürlich das Problem, dass mit der Cloud gewisse Risiken verbunden sind. Der nächste Vortrag wird einige Lösungen zu diesen Problemen vorstellen. Tobias Müller und Christian Forler stellen Ansätze vor, wie man durch verschlüsselte Daten suchen kann, ohne zu wissen, was der Schlüssel oder der Klartext der Information ist. Also einen warmen Applaus bitte für unsere Sprecher. Perfekt, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr hier seid am vierten Tag nach dieser großen Partynacht. Es freut mich, so viele Leute hier zu sehen. Und also ich bin immer noch überrascht, dass es so viele Leute sind nach der großen Partynacht gestern. Es ist richtig, wir beschäftigen uns mit dem Problem, Daten so zu verschlüsseln, dass man immer noch sie durchsuchen kann, sodass man innerhalb des Ciphertext suchen kann. Und in diesem Vortrag werden wir einige Lösungen vorstellen, die dieses Problem adressieren und die euch hoffentlich inspirieren werden, diese Technologien auch von euren Cloud-Providern zu verlangen und natürlich, dass ihr auch hackt und programmiert mit dieser Technologie. Und in den nächsten 45 Minuten werden wir eben darüber sprechen. Und danach werden wir dann auch noch einige Fragen beantworten können. Und wir werden auch bei der Bar hinter diesem hinter der Lecture Hall sein, um noch weitere Fragen zu beantworten oder einfach um zu chatten, um einfach zu reden. Das ist unser Plan für den Vortrag. Wir wollen erstmal erklären, wie wir die Dinge sehen, wie wir die Welt der Clouds und Verschlüsselung sehen. Und dann wollen wir einige Verschlüsselungsschemata zeigen, wie man halt innerhalb einem Ciphertext suchen kann. Lasst uns über die Cloud sprechen. Wer von euch nutzt die W-Cloud? Eine ganze Menge Leute melden sich. Das ist wahrscheinlich die Mehrheit. Das ist auch das, wie wir uns das vorstellen, wie wir uns die Welt vorstellen, dass viele Leute externe Cloud-Provider verwenden, um ihre Daten hochzuladen, um auch die Kundendaten abzulegen. Ich für mich, ich gehe mit Stan, sehr vertrauenswürdiger Typ. Ich lade meine Daten hoch und die ersten 2 GB sind kostenlos. Und verspricht mir auch, dass ich zu jedem Zeitpunkt die Daten runterladen kann. Es gibt natürlich viele Alternativen. Man muss nicht unbedingt ihn nehmen. Es gibt viele Cloud-Services, die man nehmen kann. Und einige erlauben es halt nur, die Dateien hochzuladen, andere halt auch die Kontakte. Und alle versprechen, dass sie eure Daten nicht durchforsten und sie einen Provider oder ein User-Profile anlegen. Und die sagen, dass also manche werden tatsächlich deine Daten verarbeiten, um dich eine bessere Ansicht zu geben. Also sie gucken deine Schlüsselwörter und sie sagen dir, welche Werbung am besten für dich sind. So. Ja. Ich zahle Geld dafür. Ich zahle diesen Premium-E-Mail-Premium-Kalender. Und die haben keine große Anreiz, um mich zu bescheißen. Aber wenn sie keinen extra Profit machen können, dann vielleicht machen sie es auch. Also wir sind Kryptographer. Wir wollen nicht unbedingt die Garantie, dass sie nicht an die Daten anschauen. Also diese Garantie ist nicht auf Papier, sondern wir wollen die mathematische Beweis, dass sie es nicht können. Also dass sie es technisch nicht können. Sie können dann nicht durch unsere Daten gehen. Ja.
Also, wir suchen eine kryptografische Lösung zu diesem Problem von Daten hochladen und jedoch erlauben, Operationen durchzuführen auf diesen Daten. Das Problem ist, als wie ich gesagt habe, ist, der Provider geht durch die Daten und extrahieren Informationen über sie, über ihre Nutzung und also ganz normale Daten zu minen. Data Mining ist nicht so kompliziert. Es ist einfach und es ist ganz normaler Text. Man kann einfach analysieren. Und wir denken, dass es der falsche Weg ist. Wir denken, wir als Community, als Gemeinschaft, als Hackers sollten wir aktiv arbeiten daran, dass die Provider überhaupt nicht in der Lage sind, an die Daten anzuschauen und uns nicht zu profilieren und nicht vorhersagen, was wir zunächst machen. Danke. Eine Runde Applaus. So, wir haben die Frage, warum verschlüsselst du nicht? Warum machst du keine Verschlüsselung auf deine Daten, bevor du das hochlädst? Weil die Verschlüsselung wird uns alle retten vor der dunklen Seite der Datenanalyse. Und das Szenario, das wir im Kopf haben, als wir diese Slides vorstellen, in unserem Szenario, der Nutzer hat Daten lokal und der lädt die Daten hoch zu einem dritte Partei und dann vergisst er die Daten lokal, weil es ist alles hochgeladen und dann du brauchst nicht unbedingt wissen, du musst nicht unbedingt wissen, was du alles für Daten online hast, aber später möchtest du irgendwie durchsuchen, welche Dateien sind da, welche Kontakte habe ich, ohne unbedingt diese gesamten Daten zu haben. Auf den einen Gerät, wo man das nutzen will, zum Beispiel ein Handy. Was wir machen werden, ist, wir werden Schemes vorstellen, Möglichkeiten vorstellen. Aber diese Möglichkeiten, diese Technologien sind nicht fertig, sind nicht so reif, nicht so Plug and Play, und dass man das einspielt und dann ist fertig. Also man muss immer noch die Schlüssel handeln. Es ist, ja, das ist der Science Track. Also das ist Wissenschaft hier. Das ist akademische Arbeit derzeit. Und manchmal ist es ein bisschen kompliziert, das in der echten Leben zu verwenden. Also bitte behalt das im Hinterkopf, als wir da die Slides vorstellen. Ja, wie ich sagte, wir versuchen gerade euch zu zeigen, eine Richtung, die euch inspiriert, dass ihr wisst, wonach ihr gucken sollt, wenn ihr implementiert oder wenn ihr sowas bei eurem Anbieter nachfragt. Erste Sache, ganz einfaches Verschlüsselung, die erlaubt eine verschlüsselte Suche. Als Ingenieur versuche ich, die minimale Lösung, die einfachste Lösungen und dann die hochbauen und immer besser verbessern. Unser erster Ansatz ist, wir verschlüsseln alles. Klingt einfach. Es ist auch einfach. Also wir haben unsere Daten unverschlüsselt und wir verschlüsseln jeden Datensatz und wir laden das dann hoch, das Verschlüsselte. Ganz einfach, fertig. Aber wenn du eine Suche machen möchtest, irgendwie, weißt du, du musst alles runterladen. Du musst komplett die Daten, die gesamte Datenbank, frag mal die Datenbank, hol mal alle Datensätze und dann alles entschlüsseln und dann hat man den Unverschlüsselte, den Klartext. Und ja, diesen Ansatz ist nicht unbedingt, was wir wollen, aber sehr einfach. Aber wenn du auf dein Handy bist, willst du nicht deine 3 Terabyte Filme herunterladen. Deswegen ist es nicht so ein guter Ansatz. Wir wollen da hochbauen. Wir wollen eine Lösung, die einfach besser funktioniert. Aber ich möchte sagen, das ist implementiert in kommerzielle Produkte, die du kaufen kannst. Also Proxy-Produkte, die verkaufen
Also das ist ungefähr ein Gerät, das man zwischen dich und das du zwischen dich und Gmail verpackst. So, das wird verkauft. Die Frage ist, als Ingenieur, ey, können wir besser tun? Können wir es besser? Und die Frage stelle ich Christian vor. Ja, wir können das besser machen. Natürlich können wir das. Ja, das ist sie. Das ist der Geist. Okay. Die Cloud. Wir wollen, dass die Cloud die Suche für uns durchführt. Es ist ein Cloud-Dienst und also wollen wir diese Berechnungen, diese Suche nicht auf unserem eigenen Computer machen. Insbesondere mit den großen Datenmengen in der Cloud. Und verschlüsselte Daten zu durchsuchen, das klingt ein bisschen wie Magie, aber tatsächlich ist es ziemlich einfach. Also, wir können es besser machen, und zwar Daten in der Cloud zu durchsuchen, geht einfach mit einem deterministischen Verschlüsselungsschema oder Algorithmus. Wir haben einmal den Plaintext und dann haben wir auch den verschlüsselten Text. Also identischer entschlüsselter Text und identischer verschlüsselter Text. Und das Ganze ist deterministisch, so dass es das alles eine 1 zu 1 Mapping ist. Und nun. Es funktioniert nicht, es ist kaputt, also zumindest jetzt die Präsentation. Oh. Augenblick, wir versuchen das wieder hinzukriegen. Soll ich das nochmal alles durchgehen? Hat jemand was nicht verstanden? Soll ich die Folie nochmal durchgehen? Wir waren hier, richtig? Okay, das war der falsche Knopf, Entschuldigung. Ich hab's eher mit Kryptographie und nicht so mit Computern. Okay, also das ist ein Zwei-Button-Interface, richtig? Das hätten wir vorher proben sollen. Ich glaube, diese Computer werden sich nie durchsetzen. Ja, das ist der richtige Knopf. Du bist gehackt. Oh, ich habe einen Crash-Report gekriegt. Das ist natürlich praktisch. Okay, liebes Publikum, bitte hört auf, unseren Rechner zu hacken. Okay, wir machen trotzdem weiter. Okay, den Slide überspringen wir jetzt. Nicht den Knopf drücken, nicht den Knopf drücken. Okay, vielleicht drücke ich den Knopf. Oh. Meinst du das ernst? Nächste Folie. Oh nein, das ist jetzt schon wieder das Gleiche. Ernsthaft? Das Ganze stürzt ab. Okay, also. Kannst du in der Zwischenzeit einen Witz erzählen? Lass mich nur das Vorrendern durchführen und abschließen. Also, wir haben natürlich noch nie die Slides mit diesem Programm. Wir sind die noch nicht durchgegangen? Natürlich nicht. Okay, hier. Okay, also ich. Springe nicht durch die Slides, ich gehe da direkt hin, aber okay, hat nicht funktioniert. Keine Sorge, wir haben das alles im Griff. Nee, hier. Hey, wir haben es geschafft. Okay, endlich. Okay. Once again. Deterministische Verschlüsselung, gleicher Klartext, gleicher verschlüsselter Text. Und für jeden verschlüsselten Text schaut man einfach, ob es ein Match ist oder nicht. Wenn es halt ein Treffer ist, dann ist es super. Dann ist das Schlüsselwort halt Teil vom Ciphertext. Das ist ziemlich einfach. Ja, Alex, ist etwas zu einfach. Okay, also. Okay, es funktioniert, aber. Okay, aber bei diesem Schema, es muss ja da irgendwo. Es muss ja irgendwo was faul sein.
Das Problem ist natürlich, deterministische Verschlüsselung ist nicht wirklich sicher. Also ihr kennt ja alle das Beispiel mit dem Pinguin. Wenn man jetzt deterministische Verschlüsselung durchführt, es ist halt nur teilweise der Klartext. Und die Frage ist natürlich, können wir das jetzt besser machen? Weil das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen natürlich unsere Daten verstecken und das Ganze wirklich gut verstecken. Und da gab es halt diese Idee von Songwarner and Peric. Und das funktioniert wunderbar. Es benutzt halt dieses deterministische Verschlüsselungsschema. Also das Ganze ist natürlich noch nicht für sich gesehen total sicher, aber das können wir natürlich korrigieren. Und wir verwenden dann einfach ein XOR mit einer Bitmaske. Und die Maske ist halt eine zufällige Bitfolge, also ein One-Time-Pad. Und man kann dann halt einfach eine Stream-Ziffer benutzen und kein richtiges One-Time-Pad. Und dann haben wir natürlich das Problem. Aber wenn wir das dann alles verschlüsselt haben mit der Maske, wie können wir dann noch die Daten auf dem Server durchsuchen? Und das ist der Punkt, wo wir das Publikum vom Verständnis her verlieren. Okay, jetzt wird es kompliziert, also festhalten. Okay, jetzt kommt die Magie. Okay, wir brauchen eine magische Maske, damit das alles funktioniert. Okay, lasst uns schauen, wie wir so eine Maske herstellen können. Wir teilen die Maske in eine linke und eine rechte Seite. Und die linke Seite, dafür verwenden wir zufällige Bits. Und dabei können wir können einfach eine Stream-Chiffre verwenden, um die Bits zu erzeugen. Keine große Herausforderung. Und dann machen wir die deterministische Verschlüsselung von dem Keyword. Und dann teilen wir das Schlüsselwort in einem linken und in einem rechten Teil. Und von dem linken Teil besorgen wir uns einen dritten Schlüssel oder generieren einen dritten Schlüssel. Und dafür verwenden wir eine Keyed Hash Function. Und dann HMAC, ich weiß nicht, was HMAC heißt. Also, und dann haben wir halt unseren Suchschlüssel. Und dann, wenn die linke Seite. Und wir, anhand von der zwei Daten, wir haben dann unsere Maske. Die rechte Seite ist TI, die linke Seite ist SI und rechts ist TI. Unserem deterministische Verschlüsselung und mit der linken Seite des Masks können wir die rechte Seite des Masks rechnen. Das ist praktisch. Und dann nutzen wir das aus, um die Suche zu machen. Ja, das ist die Grundidee. Wir können die rechte Seite der Maske durch die linke Seite. Das ist die Grundidee. Und nun, lass uns mal mit unserem magischen Maske, lass uns mal Magie machen. So, wir laden unserem Zeug hoch mit Schlüssel und Plaintext. Wir machen eine Verschlüsselung und dann wir machen unserem XOR mit unserer magischen Maske. Und dann laden wir es in der Cloud hoch. Das klingt cool. Und nun? Jetzt fängt die Magie an. Später wollt ihr etwas suchen. Und das heißt, für eine Suche, also ihr müsst eine deterministische Verschlüsselung und die Suchschlüssel. Jedes Mal, dass wir eine Suche machen, laden wir beide hoch. Dann, der Cloud kann testen für jede Ciphertext von unserem Sammlung, ob unserem deterministische Ciphertext eine magische Maske ist. Und wenn es eine magische Maske ist, dann ist es ein Treffer. Und jetzt können wir sehen, ob dieses Teil von unserem verschlüsselten Text. Und jetzt können wir suchen über verschlüsselte Daten. Das ist super und schön. Jetzt ist es fertig. Nein, nicht wirklich. Es gibt, also, es ist,
wir haben da ein großes Problem, zwei große Probleme. Zuerst ist, es ist nicht so super sicher. Es hat statistische Analyse, kann es brechen. Was bedeutet das? Dass, wenn ich weiß, jemand, mein Victim ist jemand von der Wikipedia-Community, dann und lädt Sachen hoch, dann vielleicht hat es mit Wikipedia zu tun. Und dann kann ich kann die die Suchwörter erraten. Und die Frequenz von einer Suche. Und hier, ein großes Wort bedeutet sehr oft gesucht und kleiner bedeutet nicht so oft. Und damit kann man erraten. Und dann kann ich den User überwachen. Und dann gebe ich zurück die Queries, die speichere ich. Und irgendwann mal kann ich meine, was ich geraten habe, gegen das die tatsächliche Erwartete, und damit kann ich sagen, hey, diese Person sucht gerade viel für 0x94 und so weiter. Und das ist eine große Chance, dass er sucht nach den Ciphertext, verschlüsselte für Wikipedia oder Foundation. Und meine Opfer guckt immer nur einmal für den 0x, was auch immer. Und das muss ein von den kleineren Wörtern, wie zum Beispiel leased oder licensed. Und das ist, wie ich meine, der Ciphertext teilweise nachbauen. Und wenn man sehr viel sucht, Man kann dann den Teil der Ciphertext entschlüsseln. Das ist ein Problem. Dann gibt es das zweite Problem und die Geschwindigkeit. Wir haben symmetrische Verschlüsselung. Das ist nicht so schlimm wie eine völlige homomorphische Verschlüsselung, aber zuerst habe ich ein Zeugs implementiert. Und gucken, wie schnell das geht. Und die erste Sache ist, der Cybertext ist eigentlich 6-mal so groß wie der Plaintext, also wie der unverschlüsselt. Ich habe ein paar Dinge zu 32 Bit, bevor ich das überhaupt verschlüsselt habe. Dieses Padding ist sehr wichtig, weil wenn man verschlüsselt, normale Sprache, Wörter, kann man hat man schon sehr viel Informationen. Ja, nein. Und wenn der Verschlüsselte sollte immer aufgepuffert sein. Und einfach anhand der Länge vom Ciphertext kann ich eine Menge über den unverschlüsselten Text lernen. Okay, das ist einfach ein Fakt. Es hängt davon ab, was ihr verschlüsselt. Dann ist natürlich noch die Frage, wie lange dauert es, etwas zu verschlüsseln. Das ist relativ schnell. Wir haben AES, symmetrische Verschlüsselung von Intel, verwendet. Aber das war jetzt alles auf einem Single-Core-Maschine. Also meistens hat man ja mehr Cores. Und die Suche könnte ein Problem sein, weil man lineare Zeit braucht. Für jedes Wort muss man halt jeden Eintrag anschauen, gibt es ein Match oder nicht. Und wenn man das mit Big Data macht oder mit großen Datenmengen, dann muss man halt ein paar Minuten warten auf die Suchergebnisse. Das ist gut, wenn man gerne Kaffee trinkt und Kaffeepausen macht, aber meistens will man das nicht wirklich. Man will ja schnelle Suchergebnisse. Was können wir besser machen? Können wir die Suchzeit optimieren? Was wir machen können, ist jetzt, was haben die Datenbankleute oder die Betriebssystemleute gemacht, um solche Probleme zu lösen? Denn sie müssen ja schnell suchen und sie verwenden Indizes. Also sollten wir auch einen Index verwenden, um die Sachen zu beschleunigen. Okay, dann
Also nochmal, hier haben wir den einfachsten, also die einfachste Variante ist halt ein Klartext-Index auf dem Client zu haben, also zum Beispiel, und dann kann man halt also hochgeladen, verschlüsselt, und heutzutage, ihr habt euer Smartphone, ihr Tablet, ihr Notebook, der PC, ihr Server, dein anderer Server, 15.000 Bots, das wird ein bisschen viel. Und dann, wenn es ist chaotisch, wenn du versuchst, irgendwas zu synchronisieren. Manche Leute wissen, wovon wir reden, es funktioniert nicht. Nächster Versuch ist, lass uns mal den Index verschlüsseln und den hochladen. Okay, wir können das tun. Einfach als komplette hochladen, verschlüsselt, sichere Verschlüsselung. Und dann, man kann den Index runterladen, jedes Mal. Der ist immer aktuell. Und dann der entschlüsseln. Ja, aber bei großen Big Data, der Index ist ein paar Megabytes und das ist kein Spaß, das alles runterzuladen. Insbesondere, wenn du irgendwie auf dem Dorf mit deinem billiges DSL in Deutschland, das ist überhaupt kein Spaß. Ich will meinen Index jetzt. Ich will nicht 10 Minuten warten, ich will nicht 20 Minuten warten, ich will den jetzt. Das ist keine gute Benutzererfahrung. Um dies zu machen, brauchen wir ein bisschen fortschrittlichere Krypto. Zuerst, wir müssen einen Sonderindex generieren. Zuerst brauchen wir die Suchschlüssel, einen Indexschlüssel. Und für diesen Beispiel wollen wir einen Index für den Tabelle generieren. Und wir wollen die Nachname suchen. Für jede Nachname machen wir eine Such, also einen Suchschlüssel, einen Indexschlüssel, und mit der Suchschlüssel machen wir einen Hash, 0, und das ist unserem Suchtoken. Und wir haben, damit haben wir unseren Token. Und dann mit dem Index-Key, Schlüssel, dann verschlüsseln wir die IDs. Und das funktioniert. Wenn man eine Suche machen will, dann einfach eine Suche hochladen von der Suchschlüssel und von der Nachname, und dann der Cloud kann der Index nachsuchen, und wenn es einen Hit bekommt, entschlüsselt es den Index und schickt es uns. Das ist beeindruckend. Das hat ein leichtes Problem, weil bei bestimmten, also bei üblichen Namen wie Müller oder Schmidt, es gibt sehr viele Einträge. Sehr viele Hits, sehr viele Werte, die erkannt sind, sehr viele Raw-IDs, ganz viele für Smith. Und damit ist die Größe der Wert ist größer als die Größe von der Wert von Voller. Das ist nicht so oft und seltener Name. Und wenn man diesen Index, Zugang zu dem Index hat, anhand der Größe des Wertes kann man versuchen, können wir auch der Plaintext erraten, schätzen. So einfach von der Größe des Inhalts. Also wir müssen die Größe verstecken. Also die Frequenz der Nachnamen. Also ansonsten wird es nicht schön. Wir wollen unserem Index verlieren können, ohne... wir wollen unserem Feind der Index geben, ohne in Probleme zu geraten. Das ist das Problem. Der Feind.
Und der Gegner hat halt niemals den Zugriff auf unseren Index. Okay. Wir vermuten, dass der Gegner Zugriff auf den Index hat. Aber wenn er den Index hat, dann hat, verrät das halt nichts über unseren Klartext. Daher müssen wir jetzt die Größe der Informationen verstecken. Und es gibt da eine coole Idee von Cash et al., die letztes Jahr folgende Idee vorgestellt haben, wie man die Größe verstecken kann. Und das macht man, indem man den Index ausdünnt, outflatten und... In der ersten Reihe, wenn euer Index foo ist, dann machen wir einen Eintrag foo und die Häufigkeit ist 0 und dann verschlüsseln wir die Reihen-ID. Dann haben wir Bob, der ebenfalls foo als Nachname hat und der Name hatte aber einmal vor, also hashen wir 1 anstatt 0. Und dann haben wir Bar als Nachname. Und so weit hatten wir keine Vorkommnisse von Bar. Und deswegen hashen wir einfach 0 unter dem neuen Suchschlüssel für Bar. Und dann verschlüsseln wir den Wert und die Reihen-ID. Und der Eintrag von unserem Index, wir richten das nach Größe aus, sodass der Gegner nicht mehr so viel sieht und nur eine Reihe von zufälligen Werten oder scheinbar zufälligen Werten. Und nochmal zusammengefasst, also man verschlüsselt den Klartext mit dem Lieblingsalgorithmus der Wahl, symmetrisch und determinant. Dann generiert man den Index und lädt den Index hoch. Und nun können wir, jetzt kann die Cloud auch über unsere Daten suchen und für jede Suchanfrage verschlüsseln wir den Schlüssel und den Index. Und dann kann die Cloud mit dem Schlüssel und dem Index suchen. Und dann machen wir einen Lookup, dann machen wir eine Suche für 0 im Index. Und dann schauen wir 1, okay, hat noch einen Treffer. Und dann schauen wir nochmal 2, okay, kein weiterer Treffer. Und dann haben wir halt die Werte. Und dann wird das Ergebnis zum Client zurückgesendet oder runtergeladen. Das funktioniert wunderbar. Also ich habe dann nochmal den gleichen Klartext wie vorhin verwendet für mein Benchmark. Ich verwende die King James Bibel, weil viele Leute das auch benutzen als Benchmark und es hat halt eine bestimmte Zusammensetzung von Wörtern. Und hier habe ich mich nicht ums Auspolstern der Wörter gekümmert oder ja, ich habe es jetzt einfach so als als binären Blob betrachtet. Je nach Situation muss man halt auspolstern, also der Strings machen. Die Indexgröße ist okay. Abhängig vom Plaintext. Also man braucht ungefähr 32 Bytes für jeden Eintrag oder 16 Bytes für den Key und für die Suche irgendwie 60 oder so. Und 60 Bytes für jeden Eintrag ist okay. Hängt von der Situation ab. Und das Coole ist, wir können die Suche in konstanter Zeit machen. Ich habe viele Tests gemacht. Und alle Ergebnisse waren. Und die Suche hat immer weniger als eine Millisekunde gedauert und das ist ziemlich gut. Und die Geschwindigkeit ist gut. Und ja. Und alles ist jetzt wunderbar.
Aber nein, wir haben schon wieder ein Problem mit der statistischen Analyse, weil die Suchschlüssel ist die gleiche als der Query für die. Also, wenn ich 20 mal den gleichen Nachname, dann habe ich 20 Ergebnisse. Aber wir haben Techniken, um das zu machen, um das zu verstecken, aber die Performance ist schlecht. Also da können wir zwar ein paar Stunden oder Minuten warten, für den abhängig von der und die Ciphertext, der verschlüsselte Textgröße wird explodieren. Also derzeit haben wir immer noch Probleme mit statistischer Analyse, vielleicht in die Zukunft. So, und nun, Tobi wird wird eine Auskunft geben und Konklusion. So, das war faszinierend, oder? Du erlaubst jemand anderem, eine Suchoperation durchzuführen auf verschlüsselte Daten, obwohl die Daten verschlüsselt sind. Jegliche Operation darauf. Aber es ist möglich, das sind ein paar Möglichkeiten, die wir da vorgestellt haben, die wir auch implementiert haben. Es gibt deutlich mehr. Also von was ich euch gezeigt habe, diese haben das Problem mit der deterministischen Suchtoken. Wenn ihr zweimal für den gleichen Keyword sucht, Schlüsselwort sucht, dann wird ihr den gleichen Token generieren und der Dienstanbieter könnte eventuell das tatsächlich erraten anhand der Suchkriterien. Es gibt weitere Versuche, andere Techniken, um dieses Problem zu lösen, aber diese praktisch zu machen, ist derzeit schwierig. Also für die letzten Jahre haben ganz viele Recherche drauf, ganz viel Forschung, aber derzeit, das ist, was nutzbar ist. Den Rest ist einfach von der Performance her viel zu schlecht. Von der Speicherplatz, es ist keine Möglichkeit. Aber wenn ihr ein bisschen, Zeit habt, dann könnt ihr da weitere Lösungen suchen, um diese Probleme zu finden. Wir haben gesehen, dass diese Möglichkeiten wurden implementiert und es gibt deutlich mehr. Und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, aber möchtet lieber hacken als forschen, geht und guckt diese Papiere und baut Libraries dafür. Also, damit andere diese Libraries verwenden können und verschlüsselte Dienste anbieten können. Idealerweise hätten wir eine kollaborative Arbeit, um dieses Nachfrage zu machen, so dass Leute das wirklich wollen. Wir werden keinen Let's Encrypt-Initiative starten, aber wir möchten euch dazu inspirieren, in diese Richtung zu gehen. Also dass mehr Verschlüsselung in der Cloud und mehr Schlüsselung im Internet bringen. Wir haben ein paar von diesen Verschlüsselungsschemas. Also die deterministische Verschlüsselung, das ist sehr einfach. Und ihr könnt das machen mit ohne viel Rechnung auf ihrer Maschine. Die Suche ist nicht so cool, sicherheitstechnisch. Wir haben mit etwa bessere Schema mit Suche, wo man die Größe, also das, wo man besser suchen kann, aber das ist größer. Jeder Index. Es könnte oder könnte auch nicht sein, was ihr sucht, wenn ihr so einen Ansatz habt. Vielleicht wollt ihr den Cache-at-Else-Ansatz. Das ist dann in der Zeit, ist, wenn der Index sauber sortiert ist, dann geht es relativ schnell. Das ist immer ein O1-Algorithmus. Allerdings der Index, jedes Mal, das ist eine Aktualisierung, dann, wenn ein neuer Eintrag gegeben wird oder wenn es Änderungen gibt, dann, wenn ihr den Cache-at-Else-Weg geht, bitte denkt dran. Und es gibt weitere Ansätze, die, das habe ich schon gesagt, und sie haben alle leicht unterschiedliche Möglichkeiten. Abhängig von was ihr tatsächlich wollt, ihr
könnt etwas sehr Effizientes finden, mit weniger Funktionalität, das ihr erwartet von eurem Ansatz und ziemlich cooles Engineering, schlaues Engineering, dann könnt ihr den wie viel Speicherplatz und Laufzeit es braucht, reduzieren, sehr stark. Also die Frage ist, wirklich denken an, was sind die Anforderungen? Und wie ich gesagt habe, es gibt, wenn ihr ein bisschen Forschung macht, also sucht ein bisschen, ihr werdet sehr viel finden, akademische Papiere über diesen Ding. Und das ist eine Software-Implementierung. Gibt es schon Libraries? Gibt es? Ich habe da nicht darüber gesprochen. Manche brauchen noch Arbeit. Wenn ihr Zeit habt, gebt Patches. Also, oder baut die erstmal, damit wir schöne Sachen haben können. Und also, ich hoffe, dass wir da vorgestellt haben. Ja, Suche auf verschlüsselte Daten ist praktisch. Ihr könnt die Datenverschlüsselung, ihr könnt das bauen. Ihr könnt das bauen, ohne dass der Server-Side tatsächlich alles lernt, also alles erfährt. Das ist, ja, wenn ihr in einem Gespräch seid, wisst ihr, dass es möglich ist. Und ihr solltet das nutzen. Ja, und damit, ja, und vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wir werden dann an der Bar sein. Ja, direkt nach dem Talk werden wir an der Bar sein. 1:15. Okay, jetzt zu den Fragen. Wer den Raum verlässt, seid bitte leise, damit wir die Frage und die Antwort noch gut verstehen können. Und nehmt den Müll mit. Mikrofon. In Philip Rogoways sehr guten Paper, The Moral Character of Cryptography, Anmerkung des Übersetzers, er zitiert gerade aus der wissenschaftlichen Veröffentlichung und ich warte noch auf die Frage. Das ist eine Kritik von der Arbeit, von guter Kryptographie-Arbeit in eine, also dass die Leute damit beschäftigt werden und könnten was anderes machen. Das ist ein sehr interessantes Papier, wenn ihr ein paar Stunden habt, liest diesen, also der ist irgendwie 2-3 Wochen alt. Und der Paper ist sehr kritisch von der Krypto-Leute dafür, dass sie völlig neben der echten Welt sind. Und der hat recht. Die voll homomorphic Forschungsrichtung ist sehr kompliziert. Es ist sehr viel Aufwand. Und ich denke, das ist völlig okay. Wir als Community sollten wirklich echte Leben Sachen, wir sollten ermöglichen, diese Techniken, die wir haben, für Nutzung in einem echten Leben. Also, und so wie wir das vorgestellt haben. Ich habe es vereinfacht und so weit wie möglich. Und ich, Leute, liest das. Und ich hoffe, dass wir nicht in diese Kategorie fallen. Also Good Crypto. Ich glaube, dass es jetzt langweilige Krypto ist. Weil das ist einfach, du kannst es einfach so nutzen, deswegen ist es langweilig. So. Und wenn wir Papiere machen, das sind die Referenzen, die wir haben. Wenn ihr lesen wollt, dann bitteschön, das ist es. Gibt es könnt ihr dieses Schema mit Ian Goldbergs Information Retrieval System vergleichen? Ich bin kein Super-Expert.
Also über den Ding, aber ich glaube, dass es ist fast praktisch. Also das ist, was wir da vorgestellt haben, ist tatsächlich praktisch. Hat eine praktische Anwendung. Also diese andere Technik, es hat Probleme mit dem Cipher, mit dem verschlüsselten Text, mit der Suche der Index, mit der Suchqueries, mit der Komplexität. Das mag vielleicht nicht so gut funktionieren mit vielen Daten, als wir denken, dass es denkt. Das skaliert nicht. Ich glaube, das hat ein Skalierungsproblem. Also es auf kleinere Datensätze mag es sehr cool sein, aber mit sehr viel Daten sehr schwierig. Plus, weiterhin, es sind die Suche der Informationen, man wird Sachen runterladen von der Server und der Server lernt, von was man macht, von was man runterlädt. Das ist unterschiedlich von der Suche auf der Server zu machen. So der Ansatz, dass er zeigt, der Server lernt. Also, wenn man das versteckt, dann wird es anders. Es wird teuer sein. Und ich glaube nicht, dass es implementierbar ist jetzt. Also, dass es jetzt implementierbar ist. Das ist sehr viel Arbeit noch zu tun. Aber das ist nur meine Meinung. Next question. I have a light on me, so. Ein Problem, das ich hier sehe, ist, dass ihr erwähnt habt, dass ihr die Wörter so ausgepolstert habt, dass sie alle die gleiche Länge haben. Es gibt da ein Problem. Ich weiß nicht, ob ihr von der Verteilungshypothese gehört habt, die Kollokation von Wörtern, also das gemeinsame Vorkommen von Wörtern, verrät etwas über den Inhalt oder die Bedeutung von Text. Und einfach durch die, einfach dadurch, indem man sich anschaut, wie verschlüsselte Wörter zusammenhängend auftauchen, dadurch kann man halt rekonstruieren, welche Wörter das sind, einfach dadurch, dass sie häufig zusammen auftauchen. Und es gibt viel Forschung mit Deep Learning und Vector Modeling, mit Word Vector Modeling. Und es funktioniert halt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon angeschaut habt, aber es ist halt eine potenzielle Schwachstelle. Dann ist halt jedes Wort immer noch der gleiche Token und das macht das Ganze halt anfällig für Rekonstruktion. Das ist ein Problem tatsächlich. Aber ich möchte nochmal dazu aufmerken, das ist deutlich besser als der Plaintext hochladen. Derzeit laden wir Plaintext hoch und Plaintext zu bekommen aus Plaintext ist gar keine Herausforderung. Deswegen die initiale Performance ist, es wird was kosten, diese Analyse. Und man muss wirklich böse Ansatz haben, kriminelle Energie haben. Damit muss man wirklich eine Lexical Attacke. Angriff. Es ist besser beim Hochladen. Ja, es gibt Probleme. Ich habe es euch gesagt, das ist nicht die finale Lösung, das ist nicht die beste Lösung, aber ich glaube, dass wir sollten zumindest in Richtung hochgeladene Daten, auch wenn tatsächlich bestimmte Angriffsszenarien möglich sind. Es ist einfach, das wird dann arbeiten. Das macht es auf jeden Fall schwieriger, die Daten zu analysieren. Also das wird sehr schwierig sein. Alle Daten, ja okay, ein Teil davon vielleicht, aber das ist deutlich besser als Klartext hochladen. Next question now in the middle aisle, please. Thanks for the talk. Vielen Dank für den Vortrag. Ich war recht angenehm, dass dieser Talk, also dieser Vortrag, dass dieser Vortrag von einer Firma finanziert wurde. Also vielen Dank dafür, dass diese Firma das unterstützt.
die neuen Antiterrorgesetze in China, wie beeinflussen die sowas? Also wenn man jetzt halt, wenn jetzt eine Regierung sagt, wie, dass man eine Backdoor haben muss und dass man halt die Sachen entschlüsseln muss, wie muss man damit umgehen? Bräuchte man die Backdoor dann? Ja. Ich weiß nicht. Ich hab damit nichts zu tun. Vielleicht magst du da reingucken. Ja. Is there a question from the internet? Yes, I have one question. Eine Frage aus dem Internet. Was ist über Zusammenhänge? Normale Suchen geben einem den Zusammenhang, den Kontext. Wie geht ihr mit Kontext oder Zusammenhängen aus, also bei Suchergebnissen? Schwierig. Kontakt. Also Kontext. Wie die Uhrzeit oder Ort, wo die Frage herkommt. Nein, die Wörter, die drumherum sind. Also um die Sache, dass du suchst, vielleicht Hits sind relevanter, obwohl der gleiche Schlüsselwort ist. Ja, nochmal, das mag ein Problem sein. Ja, sicher. Wir haben keine praktische Lösung jetzt, also derzeit. Aber es ist besser als nur Plaintext hochladen. Ich sage, verschlüsselt das, nutzt das als Technik und und die Feinde werden schwierigere Zeit haben als jetzt, als mit dem Plaintext. Aber ja, ja, natürlich kann man sagen, es gibt dieses Problem, dieses Problem, dieses Problem, nutzt das entsprechend nicht, aber nutze es nicht heißt, du nutzt Plaintext, Klartext. Und die Militär sind völlig begeistert, wenn man Klartext nutzt. Das einfach so verschlüsseln macht es schon schwieriger für sie. Next question, please. Kennt ihr einige Möglichkeiten, um die Indexkalkulation auf einen, ich glaube, Cloud-Provider hochzuladen? Also ich verstehe euer Schema so, dass der Client die Indexberechnung macht, aber könnte man auch dem Server die Indexberechnung überlassen? Es ist deutlich einfacher, den Index zu erstellen, wenn du den Plaintext kennst. Ich kenne keinen praktischen Ansatz. Es mag eins sein, aber ich kenne keins. Ich weiß es nicht. Ich habe mich gefragt, ob es Ansätze gibt, um mehr komplexere Anfragen oder Suchen zu machen, wie alle Leute in der Datenbank zu finden, die älter als 30 sind. Okay, ja, es gibt Schemata mit Sortiere nach die Einträge nach. Man kann die Daten so verschlüsseln, dass die Sachen alle sortiert sind, also dass die Ordnung im Plaintext dem im Ciphertext entspricht. Aber es ist nicht so einfach. Aber wir wissen, also es ist. Der Sicherheitsaspekt ist irgendwie nicht so ganz da. Wir wollen etwas, das wirklich sicher ist. Es gibt eine exponentielle Größe von der verschlüsselten Text. Du kannst es besser machen, wenn du opferst ein bisschen Sicherheit. Es gibt Ansätze, aber gerade wir können ein bisschen Analyse machen und testen, aber es ist nicht so einfach, was wir hier vorgestellt haben. Also man kann es deutlich schwieriger machen. Also da musst du einfach die Leute, die Krypto kennen, fragen. Ihr habt zwei Wege vorgestellt, wie man indexbasierte Verschlüsselung durchführen kann. Einmal zeilenweise verschlüsselte Krypto,
denkt ihr, es ist sinnvoll, mehr Arbeit in die zweite Lösung zu packen? Denn jedes Mal, wenn man sucht, wenn man nach etwas sucht, dann gibt man dem Server ja bekannt, was die Beziehung zwischen den Reihen ist oder den Zeilen ist. Und man hat da durch dieses Verfahren halt auch zu viele Verzögerungen. Es hängt ab deinem, was du brauchst. Also das erste Szenario, wenn du die Länge nicht versteckst, dann hast du, du kannst die Analyse über die Größe von der Index bei dir machen. Also der zweite Ansatz hat das Problem nicht, wo die Länge versteckt ist. So, wenn es wirklich ist, wovon du Angst hast, dann nimm mal der andere statt der teurere. Wenn du wenn du weißt, was du brauchst, dann kannst du es genau anpassen, damit es richtig gut funktioniert. Weißt du, wie viel Information dadurch bekannt wird? Das ist komplett, es hängt ab komplett von deinem Plaintext. Und es ist ein schwieriger, es ist sehr schwierig zu sagen, was der Verlust ist oder was geleckt wird. Was es bedeutet. Für die Situation, die ihr kurz erwähnt habt, wo man 3 Terabyte Daten hat, die man durchsuchen will, ich sehe, dass es sehr viel Sinn macht, den Cloud-Provider dazu zu animieren, die Suche zu machen. Aber was ist der Ausgleich? Aber was ist, wenn ich jetzt nur ein paar Gigabyte habe? Was halt bei den meisten der Leute der Fall ist, macht es dann nicht eher Sinn, den Index bei mir selber zu berechnen und dann den Index hochzuladen und dann für weitere Suchanfragen den Index später wieder runterzuladen, weil der Index dann nicht so groß ist? Habt ihr euch mal angeschaut, bei welchem Datenvolumen es Sinn ergibt, den Index auf dem Server zu lassen und bei welchen Situationen es sich eher lohnt, den Index runterzuladen? Ich denke, es ist schneller, den Index runterzuladen und damit dann die Suche durchzuführen. Also wann zahlt es sich aus, den Index auf dem Server zu lassen? Nein, wir haben da nicht reingeguckt, weil wir bauen Cloud-Services. Wir sind Dienstanbieter. Deswegen, das ist, was uns interessiert. Also die Suche auf verschlüsselte Daten, das ist, was uns interessiert. Deswegen haben wir diesen Ansatz nicht geguckt. Das ist für uns nicht relevant. Okay, letzte Frage. Habt ihr über aufteilen den Text, habt ihr darüber nachgedacht, den Text aufzuteilen, bevor ihr ihn verschlüsselt? Und dann, also das Verfahren würde halt die Frequenzanalyse, statistische Analyse erschweren. Ja, du hast recht. Du kannst es auch so machen. Ja. Es sieht so aus, als wenn es keine Fragen mehr gibt. Oder was mit dem Internet? Das Internet sagt auch nichts mehr. Tobias Müller und Christian, vielen Dank. Bitte einen herzlichen Applaus. So, das war die...